Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot. Ja, zu einem weiteren kleinen Halloween-Special, heute mit ADK-Demo. Ein kleiner Horror-Shooter, sah so ein bisschen auch aus wie Resident Evil. Wir gucken es uns einfach mal an, sieht auf alle Fälle schon mal pompös aus. Leider alles nur in Italienisch. Deswegen müssen wir uns da mal so ein bisschen durchknippeln, mal sehen, schaffen wir schon. Und wenn ich sage, wir, ist es richtig, dann der gute Harladin ist noch mit am Start und auch Speedturn. Grüß euch. Moin. Bibidi babidi bubidi. Oder so. Ja, geht los. Giorgia, Giorga, wir beginnen. Und der gute Speedy hatte vor uns mal übersetzt. Accapamento, was hast du gesagt? Lager, ne? Genau, das war Lager. Und ja, wir gehen zum Lager und gucken uns die Chose mal an, was uns denn hier erwartet. Das Spiel ist verdammt laut, ich habe es schon ein bisschen eingestellt. Ich hoffe trotz alledem, dass es funktioniert. Es ist halt wirklich verdammt, verdammt laut. Ich habe schon so weit wie möglich runtergestellt. Oder weit runtergestellt, sagen wir es mal so. So. Na, schauen wir mal. Mi sto dirigendo al campo base. Sei solo? Sì. Il soldato che mi ha accompagnato è morto nell'esplosione. Certo. Ok, ritirerò tutte le superiori. Ist aber eine schöne Sprache an sich, no? Also ich mag Spanisch, Italienisch, das sind schon, also ich mag ich als Sprachen. Japanisch natürlich, ne, klar. Französisch bin ich nicht so der Fan, bin ich ganz ehrlich. Also da... Was? Oh ja. Ja, aber es kann ja auch noch Sprache. Aber auch vom Klangbild her. Gefällt euch Französisch? Ja. Ich meine jetzt nicht Sexuelles, ne? Ich meine die Sprache. So, ne? Also wir sind jetzt... Dann wird sie eng. Ja, doch, es geht. Es geht. Es gibt ja auch in Frankreich verschiedene Regionen, sagen wir es mal so. Ja. Das ist ja auch Deutsch. Deutsch gibt es ja auch. Plattdeutsch, Bayerisch, Sächsisch, ja, Fränkisch. Ja. Ein gutes Brezen, ha? Ach, nee. Ich mag jetzt ja das Spanisch, also mexikanische Spanisch, mag ich ja. Also so südamerikanisch sozusagen. In die Richtung. Geil. Die losquatschen finde ich immer geil. Das klingt immer gut. Oh, ja. Strana Statuetta. Das klingt stark nach einem Sammelgegenstand, oder? Halbnackte Statue. Speedy, ja. Wenn du zufällig den Übersetzer auch noch so ein bisschen dabei hast, wenn du die Möglichkeit hast, wäre ganz gut vielleicht. Denn es kann vielleicht doch vielleicht auch die eine oder andere Stelle geben, wo wir die dann wirklich zur Hilfe benötigen. Denn Englisch ist das eine, Italienisch ist dann doch jetzt nicht so die Sprache, in der wir uns im Normalfall bewegen. Okay, hier wollen sie nicht. Können wir hier in der Mine irgendwas holen? Können sie vielleicht den Wagen anschieben? Das auch. Ach du Heiliger. Oh Gott. Tic-Tac-Toe haben sie gemacht. Na fein. Was ist Legi? Bodenkreise könnte vielleicht. Strani Symboli. Oh Gott, warte. Strano Symboli heißt bestimmt einfach Symboliken, also. Fremde Symbole. Ja, okay. Sehr gut, danke. Aber vielleicht später noch. Ja, jetzt müsste man halt Italienisch können, ne? Jetzt fängt's an. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es nur eine Story ist. Die uns so ein bisschen. Wenn jetzt aber natürlich auf der Rückseite die Kreise, die roten, mit vorne mit dem Buchstaben vergleichen müsste, das jetzt natürlich wird's interessant. Gehen wir mal davon aus, dass wir es nicht machen müssen. Okay. Aber, oder hoffen wir das einfach mal, ne? So finde ich es erstmal vom Look her, gefällt es mir ganz gut. Okay, ein bisschen. Das ist bei Discord halt das Problem. Das habe ich ja auch immer bei den Spielen, wenn ich bei dir zugucke. Okay. Deswegen ist es halt bei Parsec das deutlich bessere. Aber das ist halt. Ja. Kann sich das Kopf mal abschneiden davon? Das auf jeden Fall. Ja. Hey, c'è qualcuno qui? Alter, ich war jetzt erschrocken, ey. Ja. Ich dachte, jetzt selber kommt das ja auch. Danke, zu komisch.
Also hey heißt hey. Ah, der ist immer gut zu wissen. Danke. Den nehme ich mit. Den nehme ich. Brief. Immer rede. Immer das rede. Ist mein Brieföffner. Oh, hier haben wir sie wieder. Strana Statuetta. Ist bestimmt ein Sammelgegenstand, ja, Speedy? Bada. Strana. Die hat auch schöne Brüste. Ja. Ein bisschen. Fangen wir mal das Ding. Ja, ja. Eine seltsame Statuette. Eine seltsame Statuette, okay. Oh, Fossil. Nehmen wir auch mit. Brieföffner schon mal, zieht er mal Räder aus. Aha! Eia. Ach, guck an. Oha. Ach du Scheiße. Ein Safe. Oh, irgendwo. XO vielleicht? Aber X. Sind da Zahlen drauf bei XO? XO? Was? Ja, das ist den Zettel, den du gefunden hast. Auf der Rückseite. Ach so, so meinst du das. Da kann ich nochmal gucken gleich, ja. Da war ja mit so einer Linie, ist das nicht im Inventar? Ich glaube, da ist liegen geblieben. Ach so, okay, gut. Ja, wo ist jetzt hier das Inventar, ne? Gute Frage. Das ist nämlich genau der Punkt. Ah, ach, guck an hier. Ich habe mich doch gerade hingelegt. Ja, mal sehen. Oh, eine Glock. Jawohl. 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 So sieht's nämlich mal aus. Da fühle ich mich gleich wohl. Ja. Das heißt Glock 17. Danke dir, Speedy. Danke. Vielen Dank für die Übersetzung. Finde ich sehr gut. Ich finde es gut, dass du deinen Job ernst nimmst. Das finde ich nur. Ja. 10 Schuss ist jetzt noch nicht die Welle. Ich kann wenig, aber das kann ich. Ganz wenig, aber das kann. Ja, das ist. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz zum Zettel zurück. Vielleicht ist ja da wirklich eine gewisse Zahlenkombination drauf. Wir haben ja Zeit, Leute. Ja, das Wetter ist scheiße, es pisst in Strömen. Aber wir haben Zeit. Ne? Wir sind ja nicht die Spielfigur. Ne? Das kann uns ja egal sein. Ob der hier einen Schnupfen kriegt, das ist ja sein Problem. Ne? Das, ja. Ach, guck an. Ich hab's doch irgendwo in Inventar. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Warte. Aha! Aha! Schön, aha, aha, aha. So, Speedy, sag mal was. Inventario. Was? Ist Inventar. So, lass mich schon noch gucken. Rebrandy. Ja, das macht es halt natürlich ein bisschen schwieriger, meine lieben Freunde. Ich glaube, du musst eine andere Taste drücken, das ist ja das Menü hier. Ja, ne, ich Rebrandy heißt fortsetzen. Okay, das ist Checkpoint. Option. Hast du nicht schon das Select-Taste als Menü? Das Select gibt's ja bei mir nicht. Ja doch, du hast na ja, die andere Taste daneben, neben Start. Nein, aber ich kann ja mal gucken, es stand auch, glaube ich, nur Teil-Controller. Ich guck mal auf dem IJ-Tab. Ja, ich gucke. IJ Inventar, Menu, Map, Tab, Shift, anderes Tab, Alt, BV. W, V, B, N, M, ne, C, V, Q, A manchmal noch, ne, T, ne, jetzt habe ich alle Knöpfe durch. Dann gut, dann ist es so. Ja, dann ist das jetzt erstmal scheißegal. Dann ist das Safe uns Wurst. Vielleicht wird man es ja noch raus. Ist ja noch nicht aller Tage Abend. Hm? So. Ab geht's hier. Hör auf zu zielen. Wir müssen rennen hier, mein Freund. Wir müssen raus aus dem Pisswetter. Wir haben keine Zeit für den Mist hier, was du hier abziehst. Controller, das hast du alle durchgedrückt. So viel gibt's nicht auf dem Controller, ja. Ja, das war nicht meine Frage, du. Und ja, habe ich. Schnippige Antwort, weißt du? Das ist unglaublich. Ah ja, mal wieder was, oder? Nee, doch nicht. Schnippige Antwort. Das. Aha, guck an. So. Boah, das kannst du richtig gut lesen. Ciao, Speedy. Viel Spaß. Okay, dann machen wir los jetzt. Wir wollen den Safecode. Sehr geehrter David, ja, komm auf, jetzt. Auf diesem Zettel steht nichts Weltbewegendes, dies dient nur zur Spielverlängerung der Demo, in Liebe, Thomas. Ja, ist bestimmt auch wirklich nur so ein bisschen Erklärung. Aber steckt sie auch weg, siehst du das? Also Hauptsache, haben sie gefunden, das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Oh ja, Munition. Glock 17.
Munition, ja. X ist nachladen, sehr gut. Klassische Pistolensteuerung. So gefällt mir das. So. Was haben wir hier? Noch ein Pergament? Nein. Noch eine seltsame Statue. Okay, die ist wirklich diesmal seltsam. Die hatten den Pimmel. Was? Na gut, okay. War jetzt nicht unbedingt die schönste Statue, aber okay. Gummistiefel. Ja, ist jetzt, ja, überschaubar. So, wie sieht's denn aus in deinem Polizeiwagen? Nein, das sind doch hier Italien. Ich wollte gerade sagen, Amerika. Amerika hat doch jeder eine Schrotflinte drin. Aber wir sind ja in Italien. Wir haben Blut entdeckt. Das ist schon mal nicht gut. Wir rüsten unsere Glock aus. Was haben wir hier? Pilastro. Ach, guck an. Wollen ja mehrere solche Statuen? Nee. Okay, vielleicht, da habe ich natürlich jetzt auch nicht drauf geachtet, ob es noch mehr solche, wie sagt man denn, Statuetten gibt, wo wir vielleicht die Statuen aufsetzen müssen. Das könnte natürlich sein, ist natürlich aber auch jetzt die Frage, wo haben wir diese? Na, wir gucken uns mal um. Wir gucken uns mal um. Da sind wir ja gestartet. Hat sich vielleicht hier dadurch was verändert. La 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 la. Können wir das Schloss aufschießen? Könnte sein. Könnte aber auch nicht sein. Ach, guck an. Oh, cool. Naja, manchmal muss man halt auch einfach mal die brachiale Gewalt. Ah! Gucke einer da, gucke einer hier. So wird's gemacht. Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Hat man Schwein jetzt. Jaja. Das war mal glücklich, ne? War bloß eine Idee mit dem Schloss, dass es funktioniert hat. War natürlich gut. Ah, guck an. Auf ins Herrenhaus. Obwohl ich Sehausen gar nicht so schlecht finde. Wir können auch noch Billhausen bleiben. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt den Drang. Oh, hier. Was von Speedy? Oha. Ich mache auch mal das Licht. Na, no. Ah, zu viel Moos. bitte gehen Sie weiter. Ah, sieht ganz cool aus. So, wir sind ja erkundungsgetrieben. Gibt es vielleicht außenrum noch was zu entdecken? Nee. Oder muss ich vielleicht Y drücken? Kann sein. Ach, guck an. Hey, lasst mich! Ein Zombie? Un altro passo sparo! Alter! Ja, wir haben so passo sparo. Weg mit dem Backen! Ma che cazzo era quella cosa? Das muss geil, ich will einen Headshot mal. Aria, sto bene, ma qui c'è qualcosa che non va. Ho un brutto presentimento. War ein Headshot mal eine sichere Variante gegen Zombies, aber mittlerweile scheint es nicht mehr so. Nee, das hat keine Bewandtnis mehr, ne? Wahrscheinlich bin ich sogar richtig gelaufen. Ich dachte, das wäre ein extra Weg, aber ich bin wahrscheinlich den richtigen Weg. Oha!
Jawohl. Das. Also Shotgun heißt Schrotflinte. Sehr gut, Speedy, danke dir. Das Grab des heiligen San Petrus. Von links, oder? Ach. Das ist vertragen schon relativ viel. Oh. Man hat eindeutig zu wenig Munition. Sag ich mal so, wie es ist. Klassiker im Spiel. Ja, top. Also meine Freunde, unarmed. Na gucken wir mal, was können wir denn machen, unarmed? Nicht viel. Sehr gut. Lauf, Boy, lauf! Du bist ein Special-Typ und hast nur 6 Schuss für deine Waffe. Was bist du für Special-Typ? Ja, ich könnte jetzt, also jetzt wäre langsam so der Punkt, wo ich sagen würde, ich brauche mehr Munition. Hättest du mal doch den Brief auf noch mitgenommen, du. Verstehe ich eigentlich auch nicht, warum wir das nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Dann müssen wir die zwei halt ihrem Schicksal überlassen, das hilft ja nichts. Ja, das ist Bestie, kann man lesen, ne? Klingt wie eine Erklärung von dem Ganzen. Archäologische Funde haben gezeigt, dass... Force 2530, merkt euch das mal. Force könnte safe sein. 2530. Force heißt Macht. Auch schön. Jetzt lasst mich doch mal gucken, Mensch, Spinner. Vielleicht hast du zwischen 25 und 30 die Macht. Das wäre schön, wenn ich das hätte. Naja, meine lieben Freunde. Wir... Ist jetzt nicht so geil, dass ich jetzt hier von den zwei Pappnasen hier so nichts wirklich machen kann. Gefällt mir nicht. Scheißendreck. Tschüssi. Das sind solchen Spielen, da fehlt einfach mal der Minigun, Flammenwerfer, ne? So Rambo-Style halt. Munitionsgurt. Laden. Ich weiß auch nicht, warum die immer so... Ich meine, der hat 1000 Westen an, aber keine Munition dabei. Was stimmt mit dem Kerl nicht? Klopp an, Junge. Mach auf die Bude. Na gut, 25, 30. Wir gucken einfach mal, ob es wirklich die Zoll... Vielleicht haben wir ja Klick. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ja. Sag ich es mal so. So. Oder 25. Könnte auch so gemeint sein. Oh. Oh, kackt. Alter, das ist jetzt echt... Oh, Gottes Willen, die Steuerung ist heftig. Geht's gleich noch Maus besser? Ich guck gleich mal.
Könnte gut sein. WASD, Pfeiltasten. Okay, so geht's nicht. Bestätigen ist wieder rausgehen, das bringt noch nichts. Scheißendreck. Habe ich da hinten vielleicht was übersehen? Auch das ist gut möglich. Ich geh nochmal auf den Punkt. Meinst auf 0? Nee, der Punkt dort oben, neben 0. Achso. Hopp, 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 hopp. Alter, das ist echt. Das ist, Und vielleicht jetzt mal noch links und dann die 25. Und jetzt wieder noch rechts, ne? Theoretisch ja. Boah, das ist krank, die Steuerung. Leck mich am Arsch. Ach, guck mal. Nice. Sehr gut. Ja. Ja, mit dem Öffnen der Saves hat sich anscheinend das Spiel verabschiedet. Sehr gut. Ja, schön. Was nun? Da. Regominial del Checkbot. Die Checkbot. Checkpoint, meine ich. Ach, Fickiowski. Das ist natürlich bösartig. Das ist so nicht geplant. Na, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich bitter. Geht nicht, oder was? Ging nicht, ja. Das ist natürlich nicht schön. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So eine Scheiße. Na gut, jetzt ist ja egal. Wir können ja noch mal gucken. Wir wissen ja, dass es 25:30 ist. Und können ja versuchen, ob wir den Safe so öffnen können. Falls das nicht geht, meine lieben Freunde, dann... Wie es immer ist, reicht das auch für einen angezockt. Obwohl es schade ist, weil ich das an sich eigentlich ganz interessant finde, aber bringt uns ja auch nichts. Wir wollen euch ja im angezockt Bereich auch immer einfach mal ein paar Spiele näher bringen. Es ist ja immer auch so ein Ding, angezockt ist ja wirklich nur dafür da von uns, euch mal ein paar Spiele zu zeigen, die halt nicht jeder zockt. Die es aber trotzdem noch gibt. C'è qualcuno qui? Anja, mi ricevi? Qui non c'è nessuno. Ti ricevo. Strano. So. Alter, das Safe aufmachen, das ist echt eine Belastung, sag ich euch. Jetzt hat er es geschnackelt. Aha. Das, was? Schiavi Auto. Ja, blöd, dass du es nicht nochmal sehen kannst. Doch. Was ist Schiavi Auto? Speedy, erleuchte uns. Autoschlüssel. Sehr gut. Dann kick mal an, du. Na, dann rein in die Bude.
und abgeknipst. Oder muss man, muss man spezielles Auto nehmen? C'è del sangue. Credo che la situazione sia peggiore di quanto pensassi. Alla villa del sindaco. Ok, Edgy. Teniamoci in contatto. Sind wir hier? Vielleicht im Kofferraum? Kann auch sein, ja. Da kann man jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt abhauen kannst, also. Nee, du. Na gut, hier waren ja mehrere Autos. Vielleicht zum Panzer. Das wäre geil. Den ich die zwei Nasen dort hinten, den ich aber sowas von breit vorn. Das wüsste ich aber. Scheißen Dreck. Da haben wir noch ein Auto und dann haben wir vorne noch das andere. Tja, das ist wieder so ein Ding, ne? Hatten wir nicht... Ach, dort vorne, glaube ich, war's. Da war doch ein Auto, wo irgendwas mit bla 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 fehlt. Ah, jawohl. Letzte Auto wieder. So. Ja, top. So sehe ich ja alles. Also. Sag mal. Du Schatzkeks. Also, ja. Ja, top. Dann weiß ich ja Bescheid. Das ist ja alles klar. No? Du bist ein dreckiger Junge, alles ist ja übel, ey. Junge, 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 Junge. Nur wegen Leute wie dir. Ja. Tja, das ist natürlich schade, meine lieben Freunde, weil ich konnte ja nicht lesen, was da steht. Das ist natürlich bitter. Da stand vielleicht wieder irgendwas drauf, was uns hätte weiterbringen können. Wissen wir natürlich jetzt nicht. Macht die Sache jetzt nicht einfacher. Ne? Das muss man ja mal ganz klar sagen. Nee, du, der macht es nicht. Aber das, ob der Brief jetzt uns weitergebracht hat, ist auch folglich. Schön ist es. Finde ich gut. Will mich verarschen, das Spiel. Schon geil. Strada Statuetta. So. Wo war die andere Statue? Und die Knarre. Hätte ich noch gern. Geben Sie mir mal die Knifte. No. Und hier die zweite. Nee. Ja, hier war noch so ein. Ja. Munition. Ach, ist das ein Grauen. Hier war diese andere. Kleine Pimmel, Bruder. Da ist wirklich ein kleiner Schnieps. Sag ich, ne? Hab ich doch gesagt. Ja. Das ist natürlich schade. Los, Soldatenboy, lauf zu. Sonst kürze ich dir deinen Sold. So, dann müssen wir hier oben noch die Statuette holen. Ran damit. So. Aufschießen. Auftreten. Tür mitnehmen. Zack. Pilastro heißt Säule. Ja, sehr gut, danke. Wie findet ihr das eigentlich jetzt so grundlegend? Habt ihr schon so ein bisschen ein Gefühl?
Also an sich finde ich es gar nicht mehr schlecht. Aber der Absturz vorhin, beziehungsweise der Hänger, macht jetzt auch nicht gerade den besten Eindruck. Naja, es ist halt auch eine Demo, ne? Da musst du halt mit sowas rechnen. Das ist schon okay. Ist immer ärgerlich, aber warst du ja wieder schnell da, also sag ich mal. Ging noch. So, jetzt haben wir natürlich. Ja, wenigstens schön, wenn noch wenigstens die Sprache umstellbar wäre in der Demo. Ja, ich sag mal. Ja, mindestens auf Englisch oder sowas, also. Es muss nicht Deutsch sein, Englisch wäre schon nicht ganz schlecht, ja. Das bin ich verwundert. So, jetzt haben wir trotzdem das gleiche Problem. Zu viele Gegner, zu wenig Munition. Ja, einfach die Waffe nicht raus. Knall weg, den Lump. Un altro passo e sparo! Ziel! Ja, du sollst zielen! Auf deine Packung passt doch. Da will nicht zielen. Da, Alter. Da lässt mich nicht zielen. Ich raste aus. Fuck. Ja, genau. Sag mal Schluss hier. So, was? Scheiße, dass du nicht im Menü kannst, vielleicht Heilung oder irgendwas, ne? Das ist natürlich richtig kacke. Ja, du hast halt hier gar nichts, ne? Nee, du. Nee, du. Das ist, viel zu wenig Kanon. Ja, das könnte generell von allen ein bisschen mehr sein. Eine Resident Evil Rohbombe wäre schon geil. Mal so noch eine Paket Munition, ich würde es feiern. Kiste. Aber die sagen sich, nee, mein Freund. Nix da. Ess doch zum Speien, dann leck mich doch an Zwick. So. Keine Kugel vergolden. Ja, komm du. Und tschüss. Ja, top Ende. Hm? Spiel ist einfach abgestürzt. Schön. Also, was soll man dazu sagen? Demo-Version. ADK. Ne? Antidepressiver Kurs. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie wollen. An sich coole Idee. Ich mag ja solche Spiele an sich. Also wenn es so ein bisschen Resident Evil 4, Resident Evil 5 so in die Richtung geht, da habe ich ja eigentlich immer Bock drauf auf sowas. Natürlich sprachliches Problem, haben wir ja schon festgestellt. Ansonsten natürlich auch das Problem, ja. Es könnte halt wirklich was auf den Zettel stehlen, was für uns interessant sein könnte, was man einfach nur so raten muss. Optik ist in Ordnung, kann man sich nicht beschweren, das passt alles. Ja, Waffenhandling ist halt unter aller Kanone, ne? Brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber, ich meine, warum nicht? Für eine Demo ist es mal okay und man weiß ja auch nicht, wer dann so dran arbeitet. Vielleicht wird da ja auch noch das ein oder andere geschraubt. Ja, euer Fazit, Jungs. Okay. Ja, doch, kann man nehmen. Ja. Ist nicht schlecht, wie gesagt, die angesprochenen Defizite. Sprache wäre ganz gut. Und gut, zwei Abstürze jetzt in der kurzen Zeit. Hat doch alle recht, ist eine Demo, aber. Ja. Es ist eine gute Demo, sagen wir es mal so. Es gab weitaus schlechtere. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Tja, und wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, Italienisch sprecht und uns sagen könnt in den Kommentaren, was wir hätten machen sollen. Wo ich habe vielleicht eine Waffe übersehen, Munitionspäckchen etc., dann lasst es uns gerne wissen. Ansonsten hat es uns gefreut, euch dann diese Demo auch zu zeigen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.